The spirit of invention has fueled human progress for generations. With these inventions in mind, the European Inventor Award pays tribute to the people behind the big ideas that are shaping our times. Established by the European Patent Office and the European Commission, the European Inventor Award recognizes outstanding inventors from all over the world, from all technical fields and backgrounds. In our podcasts, we throw light on the nominees for this year's European Inventor Award, to be presented on the 28th of April in Madrid. Today, we meet... Das Wesen der Erfindung beruht darauf, dass ein Wasserstrahl zunächst zerlegt wird, dann beschleunigt und mit Luft angereichert wird und anschließend entsprechend abgebremst wird, sodass ein komfortabler, weicher Wasserstrahl entsteht. Everybody, every day, a little bit. Das bedeutet, dass jeder durch den täglichen Gebrauch dieser Produkte ein wenig dazu beitragen kann, Wasser und somit auch Energie einzusparen. Der Wunsch, bestehende Systeme zu verbessern und das gepaart mit einer gehörigen Portion Ausdauer und diesen Geistesblitzen, wie das konkret umzusetzen ist, das ist unser Werkzeugkasten. Internationale Patentrechte sind also für uns mittlerweile sehr wichtig, weil wir feststellen, dass gerade in osteuropäischen Ländern unsere Teile sehr oft kopiert werden. Und da müssen wir einfach gegen diese Patentverletzungen vorgehen. Es ist eine große Freude, hier in die Endauswahl hineingekommen zu sein. Und vielleicht schaffen wir es ja auch, den ersten Preis zu gewinnen. In meiner 30-jährigen Berufstätigkeit habe ich schon einige Erfindungen gemacht. Und dass halt diese Erfindung jetzt den Durchbruch geschafft hat, das freut mich sehr. Wenn Sie jetzt sehen, einen Wildwasserbach, das Wasser aus der Armatur wird ja rausströmen wie aus einem wilden Wasser und dieses wilde Wasser dann zu bändigen, mit Luft anzureichern und davon ein schönes, optisch schönes Strahlbild zu machen. So könnte man das eventuell visualisieren. Thank you very much for your attention. Please find more information on the EPO website at www.epo.org. Subscribe to our podcasts and be the first to listen to and see the nominees for Europe's highest honor for inventors from all over the world.